Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge aus unserer verlassenen InGen-Anlage D. Ihr habt wieder ganz tolle Namensvorschläge für die Dinosaurier von der letzten Folge in die Kommentare geschrieben und einige von euch haben sich hier in meinem Park verewigt. Und genau an dieser Stelle geht's jetzt weiter. Wir springen auch direkt in einen kleinen Speedbuild-Part. Und das hier, was ich jetzt bauen werde, wird dann auch der letzte Teil des Parks werden.
Und dann fehlen für diesen Bereich natürlich noch Futterspender für die Dinosaurier, die hier gleich freigelassen werden. Da werde ich dann in dem See wieder schöne Fische platzieren. Weil die finde ich sowieso mega cool. Ich würde am liebsten den ganzen See damit voll machen, aber ich glaube, ich sollte nicht zu sehr übertreiben. 4 Stück sollten ausreichen. Fügen halt nochmal so ein bisschen Leben hinzu. Weil einfach ein bisschen mehr Bewegung in das Wasser kommt. Das sieht schon echt sehr nice aus. Die da rumschwimmen. Und ich werde natürlich auch noch Pflanzenfresser hier hinmachen. Da werde ich wieder den unsichtbaren Futterspender nehmen. Den an der einen oder anderen Stelle dann auch noch unterbringen. Wir versuchen das möglichst passend zu machen. So dass nicht zu viel verschwindet hier. Genau, da müssen wir hier diese Stellen nochmal ein bisschen überpinseln. Sorry, wenn die FPS jetzt echt schon sehr stark nachlassen in dem Park. Das ist wirklich so der große Nachteil von diesem Bauprojekt. Aber das ist auch, wie gesagt, die letzte Folge. Danach fange ich relativ direkt was Neues an. Ich habe nämlich schon was geplant, was ich mich sehr freue. Weil das hier war jetzt ja eher so ein Mini-Parkbauprojekt, muss man sagen. Mit 5 Folgen, ungefähr halb so lang wie ein normales Parkbauprojekt von mir. Können wir das hier auch noch ein bisschen grüner machen? Oh, ein bisschen. Immerhin. Ich denke, das passt. Sieht das doof aus mit den Büschen? Nö, das geht klar, denke ich. Dann können wir auch schon die Dinosaurier freilassen. Und da haben wir als allererstes 2 tolle Bewohner für unseren See. Die habe ich schon lange nicht mehr in meinen Parkbauprojekten verwendet, nämlich Suchus. Oh, richtig coole Skins habe ich ausgesucht. Oh, der lauten Schrei. Einmal so ein Grün und einer dahinter in Gelb. Oh, hier geht direkt Fische fangen. Ihr könnt übrigens gerne noch Namensvorschläge in die Kommentare schreiben für die beiden. Zwar die letzte Folge, aber ich werde trotzdem euch dann noch verewigen. Ah, sehr schön. Die passen hier wirklich sehr gut rein. Sieht echt toll aus. Und dann haben wir als nächstes auch noch ein paar Pflanzenfresser. Nämlich 4 Paras. In verschiedenen Skins. Oder mit verschiedenen Skins. Das sind, glaube ich, alles die aus dem 2. Film, wenn mich nicht alles täuscht. Genau. 1997, das ist der 2. Teil. Oh Gott, was zuckt er denn so rum? Das ist der 2. Teil auf jeden Fall. Davon gibt es halt 4 verschiedene Varianten, A bis D. Und die habe ich hier verewigt. Sieht doch auch echt schick aus. Oh, wie schön die hier alle trinken. Das ist echt toll. Ich glaube, die sind nicht mehr lange so glücklich. Wenn die Suchus kommen, dann sieht das hier nicht mehr so gut aus für die 4. Und da hinten landen schon die letzten Bewohner für diese letzte Folge. Da sind die Suchus. Und das hier sind die letzten Bewohner, nämlich 2 Triceratopse. Das sind echt alles wunderschöne Skins, muss ich sagen. Diese sind jetzt auch erstmal am Trinken und glücklich und zufrieden, denke ich. Ich zoome nochmal raus. Und so sieht jetzt unser See von oben aus. Besiedelt und belebt mit Dinosauriern. Und wir kriegen sogar nochmal einen letzten Sturm. Das ist ja perfekt. Ich werde übrigens jetzt auch nicht noch mehr Stürme abwarten, auch wenn es eigentlich geplant war. Und ich werde auch nicht mehr diese ganzen unsichtbaren Grenzen ziehen hier an den Klippen und sowas. Weil das Problem ist einfach, wenn ich zum Beispiel das Zauntool benutze oder das Wegtool oder sowas. Das Spiel ist wirklich unglaublich am Laggen. Und ich denke nicht, dass sich der Aufwand lohnt. Dafür, dass der Park dann unspielbar sein wird, wenn er fertig ist. Echt ein bisschen schade. Oh, hier vorne entsteht er. Das ist aber sehr gut. Dann schauen wir doch mal, was er hier zerdeppert.
In die Richtung sehen wir nicht so gut. Ach, hier ist das Umspannwerk gewesen noch. Ah ja. Stimmt, das hatte ich beim letzten Mal noch gebaut. Ich glaube, der wird jetzt echt eher auf die Strommasten und sowas hier gehen, wie es aussieht. Hä? Nee, jetzt dreht er wieder ab. Nee, jetzt... Okay, jetzt geht er hier wirklich rein. Sehr schön. Hat bis jetzt echt wenig zerstört, muss man sagen. Aber jetzt geht's rund. Wenn wir das Geräusch hören, dann ist es ein gutes Zeichen. Er geht halt genau durch die Lücke hier durch, so wie es aussieht. Ah ne, er reißt hier noch ein bisschen was ein. Das war es auch leider schon. Also nicht der erfolgreichste Sturm, aber immerhin haben wir nochmal einen bekommen. Und ich war ja gerade stehen geblieben dabei, dass ich ja eigentlich noch überall unsichtbare Grenzen und so ziehen muss. Zum Beispiel hier vorne müsste ich noch alles mit Zäunen und sowas abstecken, damit die Klippen nicht mehr so hoch laufen, die Dinos, und durch die Klippen durchglitschen. Aber ich bin ganz ehrlich, also dadurch, dass der Park von den FPS so schlecht läuft, lohnt sich das meines Erachtens eher nicht. Da werde ich die Zeit eher in das nächste Parkbauprojekt dann investieren. Da fehlen irgendwie Klippen. Irgendwas stimmt hier nicht, oder? Wir warten mal kurz das Wetter ab. Das sieht hier so ganz komisch aus. So, der Regen lichtet sich. Hier fehlt tatsächlich was. Als ob ich das so gelassen habe. Das ist ja komisch. Kein Plan, was da passiert ist. Also ich bin mir sicher, dass ich das nicht so gebaut habe, so wie es da jetzt aussieht. Geil, das können wir ja schnell korrigieren, denke ich. Ist ja jetzt quasi wieder heile. So passt das dann schon. Aber ich denke, ihr wisst, was ich meine. Ne? Ich habe ja gesagt, ich will diese ganzen Territorien und so dann selber abstecken und die Dinosaurier natürlich dann auch wieder zurückbringen und besiedeln. Aber ihr seht ja jetzt schon teilweise, wenn ich in bestimmte Richtungen gucke, dann fängt es schon sehr stark an zu laggen. Und deshalb werde ich das nicht mehr machen. Ich denke, ihr habt auch mal ganz gut am Ende der Folge gesehen, wie das Ganze mit Dinosauriern aussieht. Ist natürlich sehr, sehr schade. Aber ich gebe euch jetzt nur mal einen Überblick über die ganzen Bereiche so von oben. Wenn die FPS gerade schlecht sind, dann tut es mir sehr leid. Bei mir geht es einigermaßen, aber in der Aufnahme ist es meistens immer noch ein Ticken schlechter als bei mir dann im Spiel. Ich bin schon sehr zufrieden. Ich finde, der ist sehr, sehr hübsch geworden, der Park. Und es hat mir richtig viel Spaß gemacht, das Parkbauprojekt. Ich werde mich jetzt auch mit diesen Bildern von euch verabschieden. Werde jetzt nochmal einiges an Bildmaterial und Videomaterial für euch einblenden von dem Park, damit ihr nochmal ein bisschen was Schönes seht. Und falls euch dieses Projekt gefallen haben sollte, würde ich mich über ein Like freuen. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.